Herzlich willkommen, hätte mir gesagt, ich wollte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Info Thüringen. Muss die andere Folge wieder schneiden. Ja, jetzt geht's weiter. Ihr habt das rausgekriegt hier. Mit dem Radlader letztendlich. Und jetzt machen wir jetzt Flügen in Vierhörnern. Das heißt, hier werden wir den ersten vorne hinstellen. Und alle beginnen mit ersten Startpunkt. So, jetzt geht los. Da steht, wir machen jetzt Berechnung, und zwar Feldmodus. Und zwar geht es zur Kursgenerierung. Das nächste Mal nehmen wir das Feld. Vorgewende machen wir 1. Alle haben mit 4 Fahrzeugen gefahren. Das heißt, da im Grunde wird dann 4 mal gemacht. Auf demselben Kurs sind 4 Fahrzeuge. Die Arbeitsbreite passt noch nicht, glaube ich. Die müssen mal schauen, ausklappen. Ich glaube, 18 Meter. Da gucken wir kurz in die Garage. Ob das so stimmt. Die Angaben: 15 km/h, 11, 16 Meter. Ja, gut, das stimmt. Dann ist es so, ne? So, 16 Meter. 4 auf dem Kurs, Uhrzeigersinn, Beginn auf Vorgewendebahn, ist in dem Fall im Grunde egal, wir machen weich. Scharf würde Probleme bringen an Ecken und Kanten, wegen der Bäume, deswegen machen wir weich, zur Not. Wenn man das möchte, kann man das ja im Nachhinein mit dem letzten Traktor dann nacharbeiten. Ich mache es in der Regel nicht, weil die beim Aussaat genau das gleiche Problem hatte. Das kann man ja auch beim Aussehen trotzdem aussehen, weil ja, ich sag mal so, Flügen macht ein gewisses Prozent aus und deswegen fahre ich jetzt nicht alle Ecken ab, weil hier so viele Ecken sind. Ne? So, wir generieren den Kurs mit 4 Fahrzeugen und ein Vorgewendebahn. Sollte aber diesen Feld nicht lange dauern. Sollte. Ja, ist fertig. Hier haben wir ein Problem. Wie ihr das seht, zum Schluss gibt es Probleme. Also müssen wir irgendwie anders was machen. Das ist gar nicht so gut. Südwest. Südwest wäre hier. Ne, das wäre Nordwest. Da. Das ist ein bisschen besser. Er würde irgendwo hier starten. Aber wo? Wir nehmen den ersten Wegpunkt. Richtig. Dann Verband aktivieren. 100 Meter. Stehen lassen. Ist auch wichtig, weil fährt los und die anderen werden über den Haufen gefahren. So, den. Machen wir jetzt auch Feldmodus und kopieren. Das, im Grunde muss das Ding um die Ecke sein, also ganz dicht, 34 Meter. Auch Chiptuning, kopieren. Und hier, da muss ich vorne gucken, der muss ganz links sein. So. Aktiviert, 100 Meter. Passt. Du wirst der zweite links sein. Im Grunde wäre er hier. Und der ist der erste links. Der erste links. So. Die nächsten beiden. Dann hier muss einer rechts und einer links sein. Rechts und rechts. Feldarbeit. Und wie gesagt, Kurs kopieren, das muss im Prinzip dicht bei sein. Kopieren. Ersten Wegpunkt. So, du bist dann im Prinzip
einmal rechts. Der nächste muss Hammer rechts sein. Und der muss auch ersten Wegpunkt sein. Sonst gibt es Probleme. Weil dann fangen die irgendwo an und dann kommt Mist raus. Zumal hier, die stehen ja irgendwo und wenn sie irgendwo anfangen sollten, ist es ungünstig, ne? Mir gerade eins vergessen. So, der ist der zweite rechts. Erstmal hier den Kurs kopieren. Zweite rechts. Beginn. Ersten Wegpunkt. Aber ganz wichtig und keine Garantie. Das kann auch schief gehen, ne? Also es kann an mir liegen, ich kann irgendwo einen Fehler gemacht haben. Ohne Absicht. Verband muss aktiviert sein. Nachher müssen vier Fahrzeuge stehen. Das heißt, der beginnt hier irgendwo. Ich muss das mal anzeichnen lassen. Dann irgendwo Südwest ist eigentlich da oben rechts, wo Gerste. Das heißt, den werden wir jetzt mal in die grobe Richtung bringen und dann losschicken. Also Südwest müsste da oben sein. Wenn man nicht alles täuscht. Einstellen. So, müsste eigentlich oben anfangen. Den schicken wir hinterher. Hoffen, dass es klappt. mal entlassen. Weil ich will in die Richtung fahren lassen, dass mir den anderen über den Haufen fährt. Weil in dem Weg stehen. Einstellen. Im Grunde muss jetzt alles eingestellt sein, sonst gibt es Probleme. Natürlich kann man immer noch hinterher korrigieren, ist keine Frage, aber wenn erstmal jetzt hier, ja, dann ist es zu spät, ne? Wenn die sie alle mal lieb haben, ist vorbei. Einstellen. Und wie gesagt, hier muss stehen aktiviert, sonst gibt es Probleme. Ja. Normalerweise müssen hier vier Fahrzeuge stehen. Und tschüss. Beim einen werden wir mitfahren, beim letzten. Mal sehen, wie der das so hat. Reine Vorsichtmaßnahme. Verband aktiviert. Okay. Eigentlich muss er jetzt dahin fahren, wo die anderen alle sind und der erste muss schon mal losdüsen. Ich hoffe natürlich, dass die nicht so fahren, dass die sich dann gegenseitig im Weg stehen. Wird jetzt Kursplan die Kurse so berechnet, dass die Felder, wenn die große Kurven werden, dass die dann nicht hinterher einfach durch den Wald fahren müssen oder wollen. Ne? Das ist ja das eigentliche Problem, dass im Prinzip den Weg nehmen, vorgegeben ist, und wenn da Wald ist, dann wird das nichts. Das sind die Folgen, die jetzt kommen, wo ich arbeiten werde. Das ist schon Zeit vorbei, das Urlaub zu Ende. Solange oben links nicht steht, Blockade oder Blocking oder sowas, alles gut. Ich sehe hier schon schwarz, weil die im Prinzip schon den Bereich fährt, wo sie näher entgegenkommen. Also. Ja, die ersten beiden haben sie schon lieb. Ne, oder ist täuscht, ja klar. Warum? Wieso? Kann doch nicht so schwer sein. Also, das ist jetzt.
Ist halt das Problem, ich fahre jetzt durch das Programm ab, ne? Und das jetzt muss ich mal schauen, dass ich jetzt das so einregelt wird, dass die im Prinzip kurz Pause machen, ne? Natürlich besser, man fährt zu den Fahrzeugen direkt hin und dann der Linke musste mich zuerst fahren. Der Maus entlassen. Das müsste eigentlich, naja, oder der gleich auch anhalten hier. Entlassen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass die anderen beiden vorausfahren. Also der erste muss vorausfahren. Sonst gibt es dann Wendenprobleme, denke ich mal. Und das ist dann nicht so schön. Hier nicht so schön geflügt hier. Da war der eine bestimmt schneller als der andere. Oder ich habe verkehrte Reihenfolge eingestellt. So. Dann muss er mit der anderen mal überholen. An seinen ersten Platz kommt normalerweise. Zum Glück muss nicht gekalkt werden. Letzte Woche Getreide, ja gut, Mais gehört zu Getreide, ne? Laut Seasons. Ist ja auch im Grunde Getreide. So, der geht nun mal in die Richtung. So, wenn man das vermeiden will, kann man natürlich die Flugbreite ein bisschen schmaler einstellen. Ne? Hätte man einen halben Meter weniger, dann geht das nämlich. So, der muss vorbei. Und dann hat man den kann anhalten. Weil dann lasse ich die anderen beiden auch noch aufschließen, dann fahren die im Prinzip. Ist besser zum Wenden. Also wenn die später näher wenden, sollte es eigentlich so sein, dass die sich nicht mehr begegnen. Ne? Dass der erste vorausfährt, der zweite hinterher, auch beim Hoch- und Runterfahren, dass die dementsprechend die Reihenfolge einhalten. Denn so wie hier, das ist natürlich eng. Ne? Gut, in dem Augenblick klappt's. Hier mal ganz kurz entlassen. Jetzt ist wichtig, dass wir den Punkt ändern. Sonst fährt er wieder von vorne. Das machen wir hier auch gleich. Den Augenblick ist das wichtig, sonst die fahren einfach die Richtung zurück und dann geht es hier weiter. Ne? Das gleiche mit denen hier. Überlegen, den kann ich mal einstellen. Im Grunde, wenn der Band aktiviert ist, dann wird der andere warten. Macht er auch. So, jetzt muss man ganz schnell sein, dass die anderen beiden dann auch gleich loslegen. Mal kurz gucken, dass sie ein bisschen aufschließen, ein bisschen. Er muss nicht unbedingt dicht zusammenfahren. Normalerweise berühren sich dann nicht, ne? Und jetzt hält er nämlich an, der andere. Den Augenblick. Und der wartet jetzt genau die 100 Meter ab. Na ja, gut, das ist nicht so schlimm. Weil das Flügen ist ja in der Fläche wichtig, dass wir da insgesamt nicht so einen Verlust haben.
Und wenn ein, zwei Stellen nicht gepflügt sind, die Maschine kann ja auch kruppern, ne? Also dem Augenblick ist das nicht so ganz so dramatisch. Und hier unten kann man sehen, der Abstand, immer die 100 Meter und zum Beispiel. Und das Fahrzeug Nummer 2 ist und es insgesamt 4 Fahrzeuge im Verband sind. Wenn hier nur 3 stehen würden, dann wäre einer nicht aktiviert und dann muss man sofort aktivieren. Ja, das Problem ist, wenn nämlich einer anhält, der erste, dann müssen alle anderen auch irgendwann anhalten, sonst kann es sein, dass die sich über den Haufen fahren. Wenn das Flug, die Breite kleiner gemacht wurde, dann ist die Gefahr am größten. Ist die Flugbreite original im Prinzip, dann kann es sein, dass die Gerätschaften, wenn sie je nach Mod Kollision haben, dann kann es sein, dass sie sich dann zu sehr mögen, ne? Die verhaken im Prinzip. Das wäre dann äußerst negativ. Jetzt kann man hier sehen, die Zeit ungefähr 24 Minuten flügen. Also eine Folgenlänge, Überlänge ungefähr. Aber man muss davon ausgehen, dass nicht so alles klappt, wie es klappen soll. Und dann dauert das doppelt länger. So, liebe Schauer, das soll es für die Folge Nummer, keine Ahnung, es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Wir machen gleich weiter. Ich sage mal von hier aus mal Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Morgen oder heute, je nachdem, geht's weiter. Tschüss.